Der goldene Herbst im Garten. Aber hier ist er gar nicht so golden, sondern eher purpurrot. Und wir haben letzte Woche ein bisschen die Büsche geschnitten. Und jetzt mal einmal kurz gezeigt. Also es sind nicht nur die Büsche gewesen, die wir geschnitten haben. Wir haben auch hier die Quitten geerntet. Da hängt natürlich noch ein bisschen was drauf. Das ist nicht alles runtergegangen. Aber wir haben ein bisschen was davon geerntet. Büsche geschnitten. André hat hier diesen, irgend so ein Kirsch, Wacholder, Tralala, weiß ich jetzt gar nicht, wie der hieß. Und hier auf der anderen Seite war ein Flieder. Die hat er runtergeschnitten. Man sieht es jetzt auch, ja, der gesamte Flieder wieder in dem großen, in dem trockenen Teich. Auf dem Teich der Haufen mit dem Geäst ist auch wieder, ja, das ist jetzt bestimmt wieder 2,50 hoch. Wir mussten ein bisschen aufpassen, weil hier vorne ja der Winterschneeball liegt, steht. Hier hinten die Haselnuss, die ja auch wieder ganz ordentlich in die Höhe gegangen war, hat er auch mal wieder ordentlich runtergesetzt. Und da sind noch ein paar Äpfel dran, da werde ich mal gleich mal gucken, wie die schmecken. Kann man essen, den einen werde ich jetzt mal mitnehmen. Und es gibt andere, die schmecken besser. Aber naja, wie das dann so ist, ne? Wir wissen leider auch nicht genau, welches welche Äpfel hier sind. Denn der Vorbesitzer hatte überall zwar Schilder dran gemacht, aber die sind mit der Zeit eben auch verwittert. Und in der Zeit hatten wir keinen wirklichen Einfluss darauf. Hier das Staudenbeet wird allmählich auch, ja, herbstlich. Es ist nicht mehr so viel an Blüten da. Hier die Dahlie, die hat sich ordentlich ausgebreitet. Rosen. Da hinten haben wir den, hier um die Ecke, den Lavendel. Da ist eine Pflanze, keine Ahnung, was das ist. Ein bisschen Rosenblüte ist noch da. Aber ansonsten auch die Kosmeen sind jetzt mittlerweile durch. Ja, Herbst im Garten, ne? Und von dem, was hier so wächst, haben wir jetzt auch noch so ein paar Äpfel und Himbeeren. Heute ist immerhin der 25. Oktober. Noch geerntet, die sind auch noch gut. Die Himbeeren werde ich jetzt einfrieren, weil wir morgen ja wegfahren. Aber ansonsten ist auch gut. Mehr kann ich jetzt nicht ernten, denn ich hatte gestern einen Termin beim Hautarzt, da hat man mir hinten was rausgeschnitten. Und ich soll jetzt nicht so schwer heben. Deswegen bemühe ich mich jetzt weniger zu tun, nach Hause zu gehen und mich auszuruhen. Und dann deswegen sage ich jetzt außerdem noch, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben, Glöckchen aktivieren und den Kanal abonnieren. Freut bestimmt jeden.